Christine, du hast gerade unterrichtet für uns. Ja. Wie geht's dir jetzt? Du, super gut. Es war am Anfang ja noch ganz schön kalt. Als wir ankamen, dachte ich noch, ich muss meine Jacken und alles anbehalten. Aber es war dann so schön. Also die Gruppe war, finde ich, sehr offen. Und ich finde es halt immer wieder spannend, ganz zu anderen Orten zu kommen mit ganz unterschiedlichen Menschen und zu sehen, wie durch die Praxis, was sich da alles bewegt und was sich verändert und was sich tut und wie die Menschen so auch mehr und mehr zu sich kommen. Also ich finde, man kann das tatsächlich in einer Praxis sehen. Natürlich ist es nicht sofort für immer, aber ich finde es wunderschön zu beobachten, was sich tut, wenn die Menschen kommen und erstmal so ein bisschen, was macht sie, wer ist sie? Und dann im Laufe der Zeit, wo sich einfach alles öffnet und also nicht alles öffnet, man kann, muss ja auch nicht nur schöne Erfahrungen haben beim Yoga, aber einfach zu sehen, wie die Leute mehr zu sich kommen und mehr ankommen und mehr loslassen und vertrauen und sich einlassen auf das, was ich biete, sage ich mal. Das finde ich total schön, weil darum geht es, einfach sich voll einlassen, was auch immer kommt und zu sagen, ich schaue es mir mal an, mal schauen, was es mit mir macht. Ja, da komme ich nämlich gerade zur nächsten Frage. Mich interessiert zu wissen von dir, was dich am Yoga-Unterrichten am meisten inspiriert und was ist es, was du erfahrbar machen möchtest? Also ich glaube, was seit Jahren eine meiner größten Missionen ist, ist eigentlich, dass die Menschen authentisch werden. Weil, also mir geht manchmal ein bisschen auf den Nerv dieses nur alles heilig und yogisch und positiv und ich bin ganz dafür, den ganzen Menschen zu kultivieren und zu schauen, was liegt drunter. Und natürlich, wie können wir in Verbindung mit unserer Essenz kommen, mit dem, was uns ausmacht, aber alles anzunehmen und echt zu werden im Prinzip. Und dazu gehört natürlich auch zu zeigen, dass wir auch wütend sein können, dass wir auch frustriert sein können, dass wir auch neidisch sein können. Also bloß weil wir Yoga praktizieren, ist ja nicht, dass wir heilig werden. Und ich glaube, das ist was, was mir total am Herzen liegt. Dass es eine gelebte Praxis ist und dass es um Authentizität geht. Und ich meine einfach, wenn man authentisch lebt und echt lebt, dass dann eigentlich das Leben leichter und schöner wird, weil man muss sich nicht mehr dauernd verbiegen und verstellen und spielen und versuchen, irgendwo reinzupassen. Natürlich gibt es Situationen, wo man ein bisschen sich anpassen muss im Job oder so, aber also ich glaube, dass die Welt unglaublich reicher wäre, wenn wir alle authentischer und echter wären, mit unserem ganzen Paket, alles, was wir mitbringen. Ja, du musst dich anscheinend nicht mehr anpassen. Du machst ja genau das, was du Ja, willst, ne? Also ich finde, ja, man sollte das irgendwie so ja. durchaus immer im Kopf haben, dass es immer eine Möglichkeit ist, Dass es oder? geht, ja. Und ich glaube, und das ist vielleicht das Zweite, dass ich glaube, es gibt dieses unglaubliche Potenzial, dass so viel möglich ist. Und manchmal leben die Menschen so wie in so einem kleinen, mit so selbst erstellten Grenzen, wo man meint, ah, bis dahin geht's nur und ich muss so weitermachen, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Und ich will auch mit dem Yoga Menschen empowern oder mit, ich mache ja auch ganz viele andere Sachen noch, also über das Yoga hinaus sozusagen. Aber also intensive Atemarbeit und die ganzen, also Ritual Transcendence und Transcendence und dann habe ich ganz viel Essenzarbeit gemacht, also Inquiry, Selbstreflexion, innere Arbeit und es fließt natürlich alles irgendwie mit rein und alles, im Prinzip ist alles Yoga und alles ist nicht Yoga im Großen und Ganzen. Und einfach, ich möchte die Menschen empowern, zu vertrauen, dass wenn sie ihren Weg gehen, und es hört sich mal so blöd an, dem Herzen folgen, hört sich so ein bisschen Für mich dieses spirituelle La La La. Aber es geht wirklich darum zu schauen, was ist mir wichtig, was sind meine Qualitäten, was sind meine Stärken und wie kann ich dafür gehen, anstatt irgendwo zu sein, wo ich sage, oh, jetzt muss ich halt und der Job und es nervt mich. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle sehr viel das leben können, was wir wirklich leben wollen. Aber es braucht ein bisschen Mut, es Ja. braucht manchmal bisschen ins Unbequeme zu gehen, weil man natürlich manchmal sichere Häfen verlassen muss oder Dinge anders tun muss wie vorher. Aber ich glaube, die Belohnung ist enorm. Und das ist ein anderer Aspekt, eben das Empowerment, das in die Kraft bringen, wirklich zu schauen, was ist da und wie willst du leben und was ist dein ganz persönlicher, authentischer Weg. Ausdruck auch, ne? Das Ja. berührt mich sehr, weil ich das
für mich ist das genauso. So wichtig, dass wir uns zurückerinnern, wer wir sind und dass wir sind. Genau. Diese Schichten wegschälen. Genau, dieses, was so draufgelegt ist und wo man das Gefühl hat, ich muss, ich sollte. Also diese Wörter, ich muss, ich sollte, kann man gleich streichen. Ja, genau. Ich muss, nein, ouch. Genau. Und das, finde ich, sollte man streichen, weil es sollte mehr zu dem gehen, was will ich, was ist mir wichtig und dann Schritt für Schritt dafür gehen. Eben. Ja, wunderbar. Ja. Hey, vielen, vielen Dank für deinen Teil. Sehr gerne.